Unsere Boeing Bell ist etwas in Schieflage gekommen. Einen Renault, glaube ich, ist das. Baujahr 1912. Dem fehlen zwar noch zwei Reifen, aber das sieht man am ersten Blick nicht so besonders. Bei dieser wunden Avignon-Vitrine. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem Rosting, steht hier noch im Wienerwald. Heute bin ich wieder im Saal Klassik der Seidler Kindergarten, das bereits als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Und zwar in der Lenkbach, immer sonntags von 9 bis 16 Uhr, aber nur mehr bis Ende Oktober, dann nicht mehr. Ja, ich stehe neben einer Kiste mit diversen Lego-Dingern. Ich bin gerade ein bisschen schlechter emotional unterwegs und deshalb habe ich sehr viel Lego-Sets aufgebaut in den letzten Wochen und heute werden wir die einvitrinieren, beziehungsweise wir schauen uns die an, die bereits einvitriniert sind. Da bin ich wieder bei dieser wunden Vitrine der Nummer 360. Ich habe euch das letzte Mal ein bisschen falsch gesagt. Ich habe nämlich gesagt, das ist die letzte Lego-Technik-Vitrine. Stimmt nicht, da gibt es noch ein paar große, zu denen kommen wir heute auch noch. Warum bin ich hier? Erstens hat der Kollege vom Model Team, der Racing Truck, seine richtigen Reifen, ja, er hat 4 richtige Räder montiert, so wie sich das gehört, die richtig großen. Und er hat den Kühlergrill bekommen, der er überfällig war. Also dieses Set ist jetzt absolut komplett. Und dazu kommt jetzt noch was, ich hol's mal. Das mache ich natürlich auf, damit er alles seine Richtigkeit hat. Ich werde den Racing Truck hier etwas schöner positionieren, ich weiß aber nicht in welchen. Ich glaube, das ist so ganz okay, oder? So, die Reiswaffe nach hinten und schaut mal, was hier dazu kommt. Ein wunderschöner Hot Rod, hallo, die 10151. Jetzt würde ich sagen, was, den hast du doch schon mal. Ja, das stimmt, den gab es auch unter der Nummer 5541. Allerdings war er mit der Nummer 5541 mit dem alten Grau, dem Hellgrau. Und jetzt haben wir das Light Bluish Grey, also das neue Hellgrau, verbaut. Das ist hochinteressant und höchst spannend. Ich werde euch das mal erzählen, wenn ich die Reviews dazu mache. So machen wir das. Der geschulte Blick sieht, dass ich neben den Model Teams bin. Und ich bin nicht nur neben den Model Teams. Ich habe von My Hobby 2 wunderbare Sets. Einen Renault, glaube ich, ist das. Baujahr 1912, dem fehlen zwar noch 2 Reifen, aber das sieht man am ersten Blick nicht so besonders. Und dann haben wir noch den Formel 1 Rennwagen, ebenfalls aus der Hobby-Serie, ganz frisch dazu bekommen. Werden wir hier sofort und sogleich wunderbar präsentieren. Glas drauf! Unsere Boeing Bell ist etwas in Schieflage gekommen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wieso ist sie denn in Schieflage gekommen? Ich werde vorsichtig schwenken und einen Schritt zurückgehen und dann seht ihr es schon. Und wenn ich da so vorsichtig rüber schwenke, habt ihr vielleicht eine Idee, was geschehen ist. Ja, richtig! Der Liebherr 9800 hat sich in dieselbe Vitrine gesellt. Und obwohl das eine ziemlich große Vitrine ist, ist das hier ziemlich eng, dass die 2 Kollegen da miteinander Platz haben. Dazu kommt das Problem, dass genau genommen hier noch das blaue Segelschiff der Technikserie hinein soll. Na, ob sie das ausgeht, da wage ich schon mal jetzt zu zweifeln. Zum Glück habe ich es noch nicht, also kein Stress. Jedenfalls der Liebherr ist jetzt mit dabei über der Boeing Bell und achtet darauf, dass die nicht davonfliegt. Bevor wir gar kein gutes Set haben in diesem Jahr, haben sie sich gedacht, bringen wir im Jahr 2001 den kleinen Gabelstapler nochmal raus mit der Nummer 6463. Der gehört jetzt in die Vitrine 153, da ist es ein bisschen eng. Und ich habe auch keine Idee, ob das hier ohne größere Unfälle passiert. Aber abgenommen habe ich schon mal gut. Jetzt ist die Frage, wie soll man den Kollegen da noch hineinbringen? Vielleicht den blauen Wagen. Ach ja, 2001, das war die Zeit, wo die Technikelemente so richtig gute Qualität hatten.
nimmst du raus und es zerfällt dir in den Fingern. Ich bin begeistert. Nein, Lego hat noch nie Qualitätsprobleme gehabt. Das gibt's gar nicht. Qualitätsprobleme sind ein Fremdwort. Andererseits kann man das vielleicht gleich nutzen, indem man da den Gabelstapler irgendwie so einteilt, dass er da die restlichen Teile dieses kaputten Autos auf die Gabel nimmt. Warum nicht? Ist ja auch eine Option. Man kann ja auch mal ein bisschen kreativer sein im Kindergraben. Mal schauen, ob das auf lange Sicht in dieser Vitrine bleibt. Jetzt ist es jedenfalls mal drinnen. Und damit kann ich mich den interessanteren Dingen widmen. Naja, rauf ist nicht mehr so leicht. Mal mit den Fingern. Natürlich nervt es, wenn man in eine Vitrine, wenn die 326 rein muss, wo die großen Wutzis reingehören. Denn hier muss ich schrauben. Andererseits trifft sich das sehr gut, denn in dieser Vitrine ist der Deckel abgestürzt. Und höchste Zeit, dass der da rauskommt oder irgendwie befestigt wird, das schauen wir uns gleich an. Jetzt kommt einmal die Schrauberei, damit ich hineinkomme. Und dann reden wir weiter. Werden wir da was reinstecken. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was hineinkommt. Das ist ganz einfach. Es kommt die 42025 rein. Die habe ich zwar gebraucht, aber vollständig gekauft, dachte ich. Sie ist dermaßen unvollständig. Ich zeige euch mal das Cockpit und dann stelle ich sie so rein, dass man es nicht sieht. Teile sind bestellt und werden hoffentlich irgendwann eintrudeln. So ist sie gekommen und gespiegelt vorgestellt, sollte sie ungefähr so aussehen. Die Sticker, ihr wisst, ich bin nicht begeistert, da oben fehlt auch ein Panel, eine Katastrophe. Aber, wenn man jetzt mal den Flugmodus einschaltet, schaut das ganz hübsch aus. Also, rein in die mittlere Etage. Habe ich mir leichter vorgestellt, als es geht. Aber es geht sich schon aus. Mit Bauchweh hat sie Platz. Hurra, die Rampe ist da. Bauen wir sie ein. Ich stehe da ganz optimal, damit ihr schön den Schatten im Blickfeld habt. Genau so stellt man sich das vor. So muss das sein. Ich werde jetzt gar nicht lange herumwurschteln. Ich werde versuchen, das hier drauf zu bauen. Wie man sieht, eine Na bitte. Bei der 93,98, da fehlen uns einige Sachen, auch vollständig gekauft, wohlgemerkt. Da fehlen einerseits die richtigen Joint-Punkte, die hier eingebaut werden sollen. Deshalb auch hier schon die kleinen Dübel in Reserve. Hier fehlen noch die Winkel in Light Bluish Grey. Ich habe sie natürlich nur in Old Grey, also in Altgrau, nicht im Neuhellgrau. Deshalb nicht eingebaut. Und ja, sonst ist er eigentlich ziemlich komplett, da kann man eigentlich gar nichts mehr sagen. Fernbedienung haben wir auch dazu. Kommt in die Vitrine 293. Machen wir jetzt gleich sofort. Da brauchen wir einen neuen Glaskasten, was uns zum Thema Aquarium bringt. Die Aquarien sind aus. Ich habe nur mehr zwei leere eigentlich nur mehr. Das heißt, es wird schon echt schwierig, hier weiterzumachen. Na, macht ja nichts. Schauen wir mal, wie wir jetzt weiter tun, die nächsten Wochen. Hallo, hier bin ich. Ich habe mich unter der Baggerschaufel habe ich mich versteckt. Ja, ich habe mir gedacht, der Volvo ist ja ein wunderbares Schlussbild. Ich komme ein Stück höher. Education ist neben mir, intelligentisiert mich. Und ich denke, wir sehen uns demnächst, entweder hier auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal oder hier im Eitle Kindergraben. Immer sonntags von 9 bis 16 Uhr, bis Ende Oktober.